So, 3, 2, 1. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Dann machen wir weiter. Und zwar mit dem nächsten Teil. Und zwar dem guten Felstunnel. Diese Trainer haben wir hier schon besiegt und wir müssen heute uns ein bisschen... Oh, es ist dunkel. So ein Kack. Möchtest du ein Pattern, die Gamma Technik Lichtflut einsetzt? Ja, möchte ich, natürlich. Und auf einmal ist es hell. So. Ja, die Umgebung wirkt plötzlich taghell. So, ich muss was anderes machen. Ich muss mein Team nämlich umfüllen. Nö, das passt so. Na, dann geht's los. Unser Team darf sich jetzt im Feldtunnel beweisen. Und hier geht's los. Zeit für einen Pokémon-Kampf. Bereit. Los. So. Moment. Ich muss kurz noch eine Mail. Ich bin nebenbei Bewerbung am Schreiben. Also nicht jetzt nicht während des Let's Play, sondern ich habe gerade eine Antwort bekommen. So. Gut, dann geht's los. Fleckmon, komm rein. Also der setzt ein Fleckmon ein. Ich setze mein Bisa-Knospen. Vielleicht kriegen wir danach von dieser Flor. Er hatte uns noch dieses eine Pokémon. Das ist das Gute. Heute kümmern wir uns hier komplett um den Felstunnel. So. Oh, ein Georg. Das war voll getroffen. Puh, das war, nicht. Oh, ein großartiger Wurf. Sehr schön. So, Georg ist gefangen worden. Das ist gut, dass wir das jetzt haben. Gibt 260 Erfahrungspunkte. Und ich hoffe, dass wir hier einen Mondstand finden. Dann kann ich nämlich mein Visa, mein Dorino weiterentwickeln. So, Vulcano, Zubat brauchen wir jetzt gerade nicht. Doch, dann gehen wir hier runter. Hier oben ist ein Rihorn. Das haben wir auch noch nicht. Das Rihorn haben wir auch noch nicht. Der Treffer. Der passte. Wäre ein. Ah, ja, 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 ja. Wunderbar. Dann nehmen wir das zweite Rihorn, was hier unten ist, noch mit. Das kann dann wieder so eine etwas längere Folge werden.
Oh, 31 für Pikachu. Sehr schön. So, das Kleinschein haben wir, das Goldbad haben wir ja sowieso. Dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Trainer. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Wenn man das gut kann, dann warum nicht? So. Oh, ein Kangama. So, dann fangen wir mit dem Schlafbruder an. Oh, er sitzt wohlgeliebt. Er mogelt sich also dazwischen. Aber ich bleibe bei meiner Variante. Ich probiere es mal mit. Okay. Ja, das wird nicht ohne werden. So, jetzt schlaf erstmal eine Runde. Die Frage ist, schlafen beide ein? Tatsächlich schlafen beide ein. So, jetzt immer noch die Egelsamen hinterher, damit ist das. Das ist ein Pokémon ein bisschen schadet und wir gehen auf Rankinhieb. So wirklich viel zieht es ihm nicht an. Also wird ein harter Kampf werden gegen dieses Kangama. Aber zumindest hat er schon mal gut die Hälfte weg. Na komm. Oh, es ist aufgewacht. Das verliert aber viel KP. So, probieren wir es nochmal mit dem Schlafbruder. Mal gucken. Damit es ist, damit es wehrlos besiegt wird. Das ist jetzt wieder im grünen Bereich gleich sein. Ja. Und dann machen wir jetzt endgültig Feierabend. Bam. Tschüss, Kangama. Du warst zäh, aber nicht stark genug. Level 26 für Golbat. Das Golbat ist aber ganz schön schnell aufgeploppt. So, wir nehmen jetzt da oben natürlich den Stein mit. Das Ding mit. Es ist beliebt. Ich brauche einen Scheißwaff. Ich brauche einen. Einen Mondstein. Das wäre super. Einen Angriffsplus, ja, super. So, Team. Für dich möchte ich mir das Golbat mal nach vorne ziehen. Haha, kommst du gegen meine Stärke an? Versuche ich mal. Warum nicht? Und der kommt mit einem Onix. Ja, super. Und ich habe Golbat in den Kampf geschickt. Ich hätte damit gerechnet, dass er mit Kampf-Pokémon Marshock oder so ankommt, aber nicht mit dem Onix. Natürlich super, dass ich natürlich jetzt. Na komm, ich tausche den. Machen den Move kurz. Mal Garados einsetzen, der hätte ich auch schon ewig nicht mehr gekämpft, oder? Und tschüss, Onix. In your face. So. Dann ist das Ding auch besiegt.
Aha, da versteckt sich also ein kleiner Supertrank. Da versteckt sich gar nichts. Und dieser Wanderer möchte auch besiegt werden gerne. Ich mache das jetzt mal anders. Nein, ich plane ja eine Sache. So. Bewegen. Dadurch, dass das wieder wahrscheinlich ein... wieder mit Stein-Pokémon ankommen, Girock und etc. Vermute ich mal. So, er fängt also mit einem kleinen Schaden an, das ist cool. Zack. Oh. Kleinschein überlebt einen Rankenhieb von unserem Bisa-Knosp. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre eben nur down gewesen. 22 für Shaw. 25 für Garados. Noch weiter keine neuen. So. Das ist, weil es ist normal. Die überleben das. Gut, ich muss eh in die Gegenhalle. Muss man ein bisschen gegenhalten. Das ist ziemlich neutrales. Früher war es, glaube ich, sehr effektiv. Wegen dem zweiten Typ Gift. Aber das ist mir herzlich egal. Ohne nichts. Auf die Nase und tschüss. Und Level 28. Noch 4 Level, liebe Leute. Noch 4 Level, dann habe ich in meinen Dings, ne? Wo ist es? Mal wieder Flor. Und das überlebt es nicht. Das Kleidchen, das Unix steckt es weg, aber Georock steckt es nicht weg. Okay. Gut, dann ist er dann auch weg. So, warte mal. Ja, Superbälle. Okay. Ich brauche aber keine Superbälle. Ich brauche etwas anderes eigentlich. Okay, dann will er das nicht. Dann hole ich mir jetzt den Trainer hier. Na los, zeig, was du drauf hast. Na gut, probieren wir es mal. So, dann kriegst du das Minky kurz einen mit. Nicht wirklich gut, das ist gut. Der kommt mit Quapuzzi. Also. Ich will sie gerne mal wieder Knosp entwickeln, deswegen lasse ich das jetzt auch drin im Kampf. Luftstrahlung. Außer die Initiative zu sinken. Was aber nicht passieren wird. Ich bräuchte mal irgendwann ein Rasierblatt. Ich glaube mit Level 30 lernt es das. Ich weiß es aber nicht mehr. So, das ist auch besiegt. Oder der ist besiegt. Dann gehen wir jetzt eine Etage hoch. Und kümmern uns. Oh! Ein Kangama. Das gibt es normalerweise nur in der Safari-Zone, hätte ich jetzt gedacht. Wie nehmen wir das?
Haha, der Witz war gut. Ah, es ist da. Also ich ziehe den nach rechts. Jetzt. Ja, nach links, Entschuldigung. Oh, es ist ja eingefangen. So, Level Up für Fukano. Oh, er hat die Zimmer. Sehr schön. Da kann also Blut jetzt mal raus. Wir kriegen einen neuen Eintrag für Kagama. Beziehungsweise ein paar weitere Informationen. So. Diese junge Dame dürfte eine Picknickerin sein. Ja, es ist ein Camper. Es ist gar kein Mädchen. Es ist ein Camper. Ich hatte ja gleich gedacht, das wäre ein Mädel gewesen. So. Einmal kurz einschläfern. Ich muss dieses Vulkano eingeschläfert bekommen. Und tschüss, mein Freund. Schlaf gut. Das kann mir nämlich sehr, sehr wehtun. Und wir fangen jetzt mit Egelsamen an. Um auf die Uhrzeit. Wir haben Zeit genug. Einige Zeit gab es eine Folge mit 41 Minuten. Da, wo wir auf der MSN waren. Also, alles gut. Easy peasy. Oh, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Das tut dem dieser Knast nicht gut. Und dann noch ein Volltreffer hinterher. So, dann muss ich also tatsächlich mal wechseln. Dann ist das Vulkano auch Geschichte. Ich muss mal dringend mal heilen. So, das ist auch geheilt. Oh, Onyx. Ich glaube, Onyx haben wir noch nicht. Ich glaube, Onyx haben wir noch nicht. Ja, natürlich bleibt es drin. Ich bin. Ich habe gerade noch getroffen. Ich glaube, das könnte schwierig werden, den noch zu fangen. Ein großartiger Wurf. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Oder mit dem Onyx. Ich habe Onyx habe ich noch nicht. Der ist mir, glaube ich, damals entwischt. Doch, Onyx hat man tatsächlich schon. Verdammt. Könnte es sein, dass ich mich hier verlaufen habe? Weiß ich nicht, du stehst eigentlich nur rum.
So. Und er kommt, wie passend, mit einem Onix. Ein Schlag und bye bye. Oh, er kommt jetzt mit einem neuen Pokémon, das wir noch nicht kennen. Nämlich Sandama. Also, das Pokémon ist zumindest noch nicht in unserem, in diesem Let's Play aufgetaucht. Sandan kennen wir ja schon, aber Sandama kennen wir noch nicht. Aber steckt zumindest mal einiges weg an Attacken. So, dann holen wir uns seine letzten KP so. Ich glaube, das sollte trotzdem Mord ziehen. Jawohl, es reicht. Und in seinem Loch verliert es dann seine letzten Erfahrungspunkte. Jetzt bist du Level 29, jetzt mittlerweile sein für Novi. Für Golbat und dieser Wanderer ist Geschichte. Oh, ein Macholo. Das haben wir noch nicht. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Na komm. Jawohl. Ist es unseres. Macholo ist gefangen. Das ist ein neues Pokémon. So, dieses Onix steht ein bisschen im Weg. Da wir es nicht mehr brauchen, ignoriere ich das quasi ein bisschen. So, den Wanderer hier nehme ich mit. Lavandia in der nächsten Stadt werden wir tatsächlich auch nur einen kurzen Aufenthalt machen. Das gibt später dazu einiges zu erledigen. Das werden wir dann aber Step by Step machen. Komm, wir vergiften es. So. Und die Egelsamen da hinterher. So, und du gehst auch noch. Ich soll da einen mitkommen. Spätestens, wenn du das überlebt hättest, wäre es eh vorbei gewesen. So, damit ist das auch mit Macholo erledigt. Und dann Rion halt hinterher. Das dürfte ein gefundenes Fressen sein für unser Bisa-Knosp. Noch Bisa-Knosp. Ich vermute sogar, dass wir in der übernächsten Folge schon die nächste Arena klar machen können. Aber das dauert alles noch ein kleines bisschen. So, den haben wir ja schon damals besiegt. Was war das hier, was hier unten rumgelaufen ist? Das ist schon wieder ein Onix, okay. Ich habe Fluchtzeit. Ich brauche aber kein Fluchtzeit, ich brauche einen Mondstein. So, den gehen wir wieder runter. Ich glaube, es ist danach noch ein Stockwerk. Also ein bisschen haben wir noch zu erkunden. Ich muss mich gerade nur ganz kurz hier umgucken. Ich will wieder ein Onix.
Oh, der Trainer da oben. Ich wollte mich eigentlich mal durchkrümeln, dass ich da kurz... Naja, egal. Die gute Claudia mit einem... Oh, das tut weh, das wird weh tun. Whoopix gegen unser wieder Knoss. Wir haben schon mit dem... Ne, das werde ich auch tun, das unterbinden, weil das ist mir zu heiß da. So. Gut, dann ist es. Geht das jetzt gerade mit Siedewasser eben kurz weiter? Leider reicht es nicht ganz, um dieses Wurfix zu plätten. Aber das die Tackle-Attacke danach sollte es eigentlich tun. Und so ist es auch. Tschüss, Wurfix! Und jetzt kommt es mit einem weiteren neuen Pokémon. Einem Kadabra. Auch seine Vorentwicklung kennen wir noch nicht, aber beziehungsweise auch seine Nachentwicklung. Die sind so lange nicht. Also sehr gefährliches Pokémon, muss ich sagen. Ein sehr starkes Pokémon. Also das kann uns richtig wehtun. Aber ich hoffe, dass der Biss es killt. Ja, aber und es hat nämlich keine Verteidigungswerte. Es hat einen super guten Initiative. Auch Spezialangriff ist gut, aber die Verteidigung kann so quasi knicken. Das ist so typisches, ja, hau drauf, Pokémon. So, wir kriegen eine neue Attacke. Drachenrute, das werden wir auf jeden Fall nehmen für Platscher. Deswegen. So. Auch mit den Tunneln wie diesen triffst du auf Astrider wie mich. Jupp, das ist mir schon klar. So. Ja, kommt einem Dick da. Oh, jetzt setzt mich Schaufel ein. Und einmal 32 für Pikachu. Oh, wieder ein weiteres neues Pokémon, nämlich Flamara. Eine der drei Entwicklungen von Evoli. Es gibt ja mittlerweile eigentlich 7. Davon allerdings nur in der ersten Generation gab es 3 Flamara, Aquana und Blitzer. Und jetzt sehen wir Flamara. Und das kommt mit einem, oder fängt mit einem Rotzug an. Na, wir brauchen dringend eine weitere Fassattacke, sowas. Das ist gerade zu wenig. So. So, dann nehmen wir mit dem Beutel. Wir müssen dringend wieder ein bisschen Tränke nachliefern. Auch Garados braucht dringend. So.
Rankenhieb. So, dann mal das so. Das ist nur ein Golbat, okay. Da ist noch ein Item. Ah, jetzt Patrick, ich brauche einen Mondstein. Muss ich jetzt echt nochmal in den Mondberg dann irgendwann? Offscreen oder onscreen, wie auch immer. Um mir tatsächlich doch einen Mondstein zu angeln. Kennst du Pokémon-Cosplay? Ja, da verkleiden sich Leute als Pokémon. Ich kenne niemanden. Ich verkleide sich öfters mal als Pikachu. So, dann gehen wir jetzt weiter drauf mit Machol. Wir sind bald am Ende, also viel haben wir nicht mehr. Ich glaube, da sind noch 6 Trainer oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Es können aber tatsächlich noch ein paar mehr sein. Oh oh. Yeah. Ziemlich übertrieben. Aber es tut weh. Es tut wirklich weh. Wir sollten eigentlich tun, ist dieses Machol killen. Wenn jetzt Fuß geht als nächstes ein, okay, dann geht's noch. Dann ist es jetzt down. So, dann gehen wir jetzt auf ein anderes Pokémon. Ich glaube, Golbat. Auch schon Level 27. Schon relativ stark mittlerweile. Also wahrscheinlich er und Fukano, schrägstrich Arcani, werden wahrscheinlich die die nächste Arena in Angriff nehmen. Die Pflanz-Pokémon ist das am einfachsten. Achso, scheiße, Biss trifft ja, ist ja nicht effektiv. Das reicht aber trotzdem, um Macholo zu besiegen. So. Da oben geht's weiter, oder? Müsste eigentlich, ne? Oder habe ich hier unten noch einen Trainer übersehen? Okay, ne, die habe ich schon. Die habe ich schon, die beiden. Das heißt, wir können da oben tatsächlich weitermachen. Dann sind wir nämlich hier schon fertig. Dann sind wir hier schon fertig. Was ist mit dir? Halt! Beutekontrolle! Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls hier die Pokébälle ausgehen, kommen wir mir vorbei. So, dann nehmen wir das mal kurz eben hier, das Kangama noch mit, weil das will ich nämlich auch noch gern fangen. Das hat mir den Pokéball abgewehrt, das ist natürlich nicht gut. Dann kriegst du den zweiten noch hinterher. Und den, in dem bleibt es drin. Einige Pokémon schenken jetzt bald wieder auf. Fukano wird jetzt bald wieder aufsteigen. Huch, komm im Dunkeln bloß nicht zu nah. Entschuldigung. Das ist übrigens der letzte Teil dieser. Ja. So. Wir machen so. Dann geht unser Pikachu mal wieder rein. Abflug. Wieder Knoss. Und Pikachu. Bist du denn am Arsch? Haha. Pikachu mag uns sehr. Das mit dem Gift hat überhaupt nichts gebracht, mein Freund. Dafür wirst du jetzt einmal kurz durchgegrillt. Amidorina. Ja. Adios. Bye bye. Erreicht, also mit Fukano erreicht 25 und das war's mit der Picknickerin. Die ist relativ schnell Geschichte. Warte mal, wie lange sind wir jetzt mittlerweile? Oh, das ist nicht mehr so lange. Oh, da ist noch ein wildes Pokémon. Ein Macholo. Aber das brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe hier alle. Und wieder ein Supertrank. Ich brauche einen Mondstein. Du hast Pokémon? Dann auf in den Kampf.
Ich hab Pokémon, ja. Und er setzt das Gegenstück ein, nämlich Nidorino. Das wir ja mittlerweile auch im Team haben. Und dann tauschen wir jetzt einmal kurz durch. Nehmen wir wieder Pikachu vorne rein. So, und Nidorino einmal kurz komplett durchgegart. Erledigt. Da oben ist noch was. Ich brauche keinen Sternstab, ich brauche einen Mondstein. Leck mich doch. So. Team. Okay, dann braucht Rihorn noch. Ja. Oh, ein einfach fabelhafter Wurf. Und dieses Pokémon ist unsers. Gut. Dann hier der letzte Trainer vor, glaube ich, diese Route. Mit einem Mauzi. Einen auf die Nuss, Kollege. Und noch einen hinterher. So, Vulpix. Dafür kriegst du wieder Wubs drauf. So, und sieh dir was ein, der. Tschüss, Wurfix. So. Ja, jetzt war mir fast klar. Ja, ja.
jetzt weiterleben? Ich jetzt 20 Pokémon an die verbraten, wo ich sie nicht brauche. Dann haben wir sie auch alle. Ein Beleber noch. So, dann sind wir durch. Dann war's das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Dann haben wir wieder so eine ähnlich lange Folge wie bei dem bei der MSN. Sag's aber drum, wir sehen uns auf jeden Fall wieder dann und ja, ich freue mich dann, wenn ihr dann demnächst wieder einschalten würdet. Bis dahin und bye.